So Leute, da sind wir wieder mit unserem Let's Play Pokémon die silberne Edition. Das stört mich gerade in meinem Bild. So, wir sind wieder da. Ihr seht, wir sind nicht ganz da, wo wir aufgehört haben. Das liegt daran, dass das Ingame-Speicher nicht richtig funktioniert hat und ja, alles nochmal machen mussten. Der liebe Wardrak, schreibt mal ein nettes Dankeschön auf seinem Channel, hat das Spiel schnell nachgestellt. Deswegen sieht das alles ein wenig anders aus. Wir haben das versucht, etwas gleichmäßig nachzustellen. Oh, Moment, an meiner Seite ist natürlich wieder... Morphus, hallo. Ja, ich hätte dich jetzt beinahe vergessen. Ich wäre untergegangen. Ich habe dich nicht gesehen. Er macht nichts, Mann. Ja, unsere Pokémon sehen ein wenig anders aus. Wir gehen da mal ganz kurz... Es sind auch andere, die sehen nicht nur anders aus. Genau. Wir haben einen Bibor, Level 14. Das ist auf Wunsch von Wardrak drauf. Unser Flame ist natürlich immer noch da. Unser Knofensa ist auch noch da. Das Ei ist schon geschlüpft, es kam ein Togepi raus. Es tut mir ganz furchtbar leid, dass ihr diesen emotionalen Moment nicht mit uns teilen konntet. Ach, die Animation, die viele, viele Kindheitstränen hervorgebracht hat. Ja, das ein Togepi Ei, schlüpft aus dem aus Ei. Aus einem Ei schlüpft. Ja, das ist immer noch in seinem Ei, ja. Und wir haben ein Felino immerhin weiterhin noch. Das ist tatsächlich ein sehr buntes Team, weil wir haben ein Elektro, ein Wasser, ein genau. Feuer, eine Pflanze, ein Normal- und ein Käfer-Pokémon. Genau, und wir haben ein Vati. Also ich habe gesagt, wenn er einen Voltilam findet, ich hatte ja keins gefunden, kann er es ruhig mitnehmen. Und ja, er hat das alles ein wenig auf Level-Niveau gebracht. Zufällig nebenbei. Ja, wir gehen jetzt trotz alles als Thema. Nächstes. Wir sind gerade aus dem Wald raus, oder? Genau, wir gehen aus dem Wald raus und kämpfen hier mal. Der Typ möchte bestimmt kämpfen. Hier trainiere ich. Moment. Ist das eine Anspielung auf irgendwas? Hier trainiere ich. Nee, das Nein. kann später. Ich musste gerade an jetzt rede ich denken. Ich meine, der Typ heißt Guido. Guido? Ja, hat was von Andreas. Ein bisschen. Okay, gucken wir mal, was unser Bibor schönes kann. Es kann Furienschlag, Härtner und Bibor kann Zerschneider. Interessante Wahl. Aber wenn man mal noch eine gute Attacke braucht auf Bibor, ist das jetzt nicht so schlimm. Zumal Furienschlag ja oft gerade bei viel jüngeren, hätte ich fast gesagt, unterentwickelteren, levelschwächeren Pokémon einen ja, entsprechend Effekt hat. Ja, so, Guido setzt Habitak ein. Wir werden jetzt das Pokémon natürlich wechseln, einfach mal, um zu gucken, was der Rest ist. Die Fenster lassen wir. Togepi ist noch etwas schwach. Wir haben mal Felino raus. Wahrscheinlich kaut er kein Flug-Pokémon mehr rein, aber das ist egal. Dass wir nachher das Vati effizient testen können. Aquaknarre, Roten Schlag und Slam, genau. Silberblick. Oh, das hat uns angeguckt. Ich weiß gar nicht, hast du eigentlich eine Interpretation dafür, warum jetzt mal so zwischendurch Elektro effektiv gegen Vogel-Pokémon ist? So, ich stelle mir immer die Vögel vor, die so auf dieser Stromleitung sitzen ne, und dann irgendwie gegrillt werden. Jetzt mal. Ja, es ist irgendwie. Es ist komisch auf jeden Fall. Oder weil sie durch ihren Lebensraum viel anfälliger für Blitze sind. Das wollte ich auch gerade vorschlagen. Also sie sind ja ziemlich viel in den Wolken unterwegs. Ne, wir müssen mal Felino drin lassen, weil wir haben gleich das nächste, worauf wir hinaus können, worauf mich Wardrak hingewiesen hat. Guckt euch mal die Aquaknarre an. Wenn die Tropfen auf dem Boden landen... Dann wird das Viech trotzdem getroffen, ja. Na, das auch. Nein, aber bam. Es sieht aus wie so eine Katzenpfote oder so. Wie so eine Paw. Ja, das stimmt. Das mussten wir jetzt ganz eben noch demonstrieren. Na, das sind natürlich Informationen, die das Leben die Zuschauer vor allem auch bei der Strippe halten. Das sind ja... So oder so ähnlich. Ja. Aber hauptsächlich ist es einfach nur witzig. Sandern. Jetzt ist blöd. Ich wollte jetzt eigentlich gerne Vati, aber jetzt könnten wir nochmal einen Trick mit Knofensa versuchen. Auch wenn es etwas angeschlagen ist. Ich glaube, das sagt man so. Also. Rankenhieb! Eine für 13 levelige Pokémon eine sehr starke Attacke schon immer gewesen, oder? Man hat sich immer gefreut, wenn man Rankenhieb gelernt hat, oder? Ja, ich weiß gar nicht. Hat Bisasam erst den Rankenhieb oder erst das Rasierblatt gelernt? Ich glaube, erst den Rankenhieb. Okay. Das war. Bei Bisasam war es Rankenhieb, bei Shigi war es Blubber und bei Glurak war es Glut. Nein, war es nicht bei Shigi erst die Aquaknarre? Nein, das war zuerst Blubber. Echt? Annette ruft mal wieder an. Oh, Annette. Guten Abend, Silver. Hier ist Annette. Warst du noch auf? Nein. Nein. Ja,
habe eine Nidorane weibliche verkleidet. Es sieht noch süßer aus als vorher. Stell dir vor, was passiert ist. Ich habe es schon wieder nicht geschafft, einen Rettan zu fangen. Vielleicht bin ich einfach zu schlecht. Naja, bye bye. Senseless Conversation of the Night. Ist senseless. Ist senseless. Da ist noch ein dicker Wanderer, der uns vielleicht nur durchlässt, wenn wir ihm an den Arsch versohlen. Der kluge Blubby. Bloody tauscht natürlich erstmal entsprechend Pokémon und sortiert nach. Boah, mein Husten ist immer noch nicht weg, Leute, ihr merkt es. Und da Wanderer gern und gut Wasser und Boden, Stein und Boden Pokémon benutzen. Sehen wir mal, wie stark es geworden ist. Ja, dann werden wir mal gucken. Was sagst du, wie viele Pokémon hat er? Ich sag 2. 5. Nein. Ein Pokéfan, das ist gar kein Wanderer. Er schickt ein Schnubbel. Hier noch ein reines Normal-Pokémon. Und später? Ein Fee-Pokémon. Oh. Siehst du denn nicht die Fee in Snubbull? Ich sehe es. Vor allen Dingen die Fee in Granbull. Verzückt. Wow. Also ich sehe, es wollte auf der 11 stehen bleiben. Bam, 10. Okay, es macht mir... Wir sind effektiv. Nein, wir sind nicht effektiv. Nicht sehr effektiv, aber effektiv. Naja, es war ein Volltreffer, deswegen werde ich auf Flame wechseln. Sicher ist sicher. Sicherheit für die Dritten. Rote Fick... Nee, das war was anderes. Also bitte, ja. Was? Ja, was äußerst du denn hier? Was ist vielleicht noch rote Fix? Achso. Ja, ich habe das Wort vielleicht an der ungünstigen Stelle abgebrochen. Du hast das Wort an einer sehr... Und du hast den Afrikat nicht zu Ende artikuliert. Apropos Afrikaten artikulieren und so weiter. Erinnere mich nach der Aufnahme daran, dass ich dir was für deine Zukunft Wichtiges sagen muss. Ach du Scheiße. Was kann denn derart... Tja. Was denn? Hat das was mit meinem Studiengang zu tun? Ja, so ein bisschen für Übung und so dafür. Übung dafür? Ja. Hast du einen Job für mich? Muss ich endlich nicht mehr anschaffen gehen? Ich weiß jetzt nicht, wieso sich diese beiden Sachen ausschließen, aber gut. Nun, von der Juristerei alleine kann man ja nicht leben, ne? Ja. Wer weiß, wo dieses Zitat herkommt? Ja, genau. Schreibt es in die Kommentare. Wollen wir was verlosen, Lene? Doch, eine Widmung. Bei der nächsten Aufnahme, wenn wir gesehen haben. Wir können auch was verlosen. Also, wir verlosen, was finde ich denn? Wir verlosen Morphus. Eine Nacht mit Morphus. Also bitte, ja. Okay, wir sollten was Gutes verlosen, ist schon richtig. Ein Diskurs über ein ja, nein. Über die Essenz des hegelischen Gesamtwerkes. Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten. So, Mankey, wir verlieren hier gerade völlig, na gut, okay. Apropos, gibt es ein Pokémon, das an ein Känguru erinnert? Ich glaube nicht, das wäre was für die nächste Generation. Stimmt. Es gibt keinen. Doch, Kangama. Ja, gut, stimmt, ja. Das ist ein sehr Agro-Känguru, also... Naja, aber Beutel es hat zwar den Beutel, aber ich... Lebt so völlig sozi in der Safari-Zone, das passt ja, schon. Also. Ja, das passt schon, aber es ist für mich halt nicht so das typische Känguru. Känguru. Aha. Okay, wir verlieren ein wenig den Bezug. So ist es. Wir gucken lieber mal den Daumen, der da rauskommt. Guck dir mal den Daumen, Dick da an. wir sollten uns... Fühl dich bitte geschlagen. Guck mal, ist das die Nase oder der Mund von Dick da? Es sind hier die Mysterien, Nase. Die... Die Nase, Dickdas haben keinen Mund, wo sie reden können, das ist ja komisch. Haben wir im Beutel etwas drin? Eine Beere wäre doch ganz angemessen. Eine Pflanze mit einer Pflanze zu füttern ist... Super Trank. Wir haben keine normalen Tränke? Das verstehe ich nicht. Da hat doch wieder jemand geschlampt beim Grinden. Das war bestimmt Wartrag. Wenn er jetzt hier wäre, würde ich ihn schief angucken, aber ich mach's nicht. Aber wir können ja über ihn lästern. Das wäre ja... Nein, Wardrak ist toller, also ist ein ganz, ganz toller. Wenn ihr Lust habt auf, was macht Wardrak gerade? Advance Wars, ne? Nein. Und Magica? Magica, Advance Wars mach ich. Sag mal, du solltest mal meinen Channel gucken und nicht nur mitmachen. Bin ich traurig. Ich würde deine YouTube-Videos auch angucken, wenn du welche machen würdest. Na, ich habe ja welche, aber das kann man ja später anwerben, das ist jetzt... Lorenz ist jedenfalls, Es gibt noch bessere Trainer als Lorenz, das konnte ich gar nicht glauben. So, sind wir jetzt durch? Wollen wir sie noch? Oh ja. Die Tante gibt uns ihre Nummer und die sammelt irgendwas für uns oder so. Da kriegen wir Items, glaube ich, oder so. Weißt du was? Okay, da kennt sich jemand aus, das ist dann doch schon eine Weile her. Und vielleicht sollten wir nachher nochmal Vati testen. Bestätigt sehen.
Bist du ein Trainer? Hast du Lust zu einem Übungskampf? Sie lässt einen nicht mal die Wahl. Ja, es ist nicht mal so, dass man irgendwie... Nein, okay, trotzdem. Dass man B drücken würde. Picknicker Gudrun möchte kämpfen. Schickt Hopsprost in den Kampf. Hoffen, du sagst Hopsprost. Ja, es war gerade lustiger. Ach so, okay. Hopsprost. Ja, es ist ein Hopsprost, ich weiß. Wir haben eine gute Wahl getroffen, übrigens mit unserem Flame of Death. Denn wie wir wissen, gibt es Pflanzen, die sehr gut brennen und die auch brennen sollten. Zum Beispiel Hopsprost. Zum Beispiel Hopsprost. Picknicker setzt dieser Samen ein. Ich wusste, dass du eine Pflanzentrainerin bist. Habe ich gewusst, wusste ich. Das sind diese Pfadfinder immer. Ja, das ja. Ist Pfadfinder halt, die leben da. Ja, die rauchen das Hopsprost. Wie ist es eigentlich, wenn ich die Blätter von einem dieser Samen esse, also die Rasierblattblätter, bin ich dann Vegetarier oder nicht? Weil das kommt ja irgendwie von so einem Tier oder sowas in der Art. Naja, und das ist genau wie die Frage... Was hat er jetzt gesagt? In der Pokémon-Welt gibt es ja keine normalen Tiere und in der Serie wird trotzdem Fleisch gegessen. Ja. Mülltank? Tauros? So ein argentinisches Tauros. Das ist so ein... Spare-Ribs von dem Tauros. Oh, supi. Suppi. Ja, Suppe kann man daraus auch machen. Das ja, woraus könnte man Suppe machen? Weiß ich nicht. Ach so, du, so eine Knofensersuppe oder so. Fleckmon-Route. So, und wo hast du dir jetzt ihre Nummer gegeben, du Genie? Ach so, die muss ich nochmal ansprechen. Ach so. Wow, du bist wirklich stark. Du bist mir zu stark. Das ist keine Übung für mich. Wow, du bist ein starker... Sie wiederholt sich, oder? Moment. Willst du mir deine Telefonnummer geben? Ich melde mich, wenn ich wieder mit dir kämpfen möchte. Gib mir mal eine falsche. Nein, das ist sowieso witzig. Ich speichere ihre Nummer. Ja, und obwohl sie dich gefragt hat. Deswegen rufst du mich an. Und wenn ich ihre Nummer aus meinem Telefonbuch lösche, kann sie dich nicht automatisch auf die Ignore-Liste. Ach, das sind Systeme, das war... Ja, ja. Und da wir jetzt Abend spielen, können wir gegen den Typen da kämpfen. Ich bin der Pensionsleiter. Kennst du dich mit Eiern aus? Ich habe... Kannst du es bitte sein, lass mich so anzugucken? Ich habe Pokémon mit meiner Frau aufgezogen. Wir waren entsetzt, als wir ein Ei fanden. Das ist doch unglaublich, oder? Soll ich ein Pokémon aufziehen? Klick-Klack kann man aufziehen. Okay, gut, die Referenz. Du hast Scheiße. Ahnung von Pokémon der 5. Generation? Es gibt Pokémon, die finde ich toll. Pensionsleiterin, kennst du dich mit Eiern aus? Mein Mann und ich haben Pokémon aufgezogen. Wir waren erstaunt, als wir ein Ei fanden. Das ist doch unglaublich, oder? Soll ich eines deiner Pokémon aufziehen? Hier ist es schön, man kommt hier relativ schnell an das richtige Pokémon. Ich stelle mal eine Vermutung an, die den Rest des Spiels beeinflussen könnte. Ich glaube, dass die beiden ein Ei gefunden haben. Ich bin mir aber echt nicht sicher. Was glaubst du? Könnte sein. Also weil ich das jetzt gleich nutzen möchte, legen wir kurz unser Felino ab. Das klingt komisch, ist aber so. Und achso, wir haben übrigens auch noch ein Paras. Das haben wir auch noch. Also, aber das wird anstelle deines Fibors, also... Ist okay, Parasect ist ein super Pokémon, ja? Ja, ist auch ein super Erneuer, kann man gut trainieren, aber jetzt haben wir erstmal Bibor drin. So, und jetzt guckt euch das an. Der Typ. Wer ist da? Was ist dein Begehr? Kleiner Funfact, am Tag kämpft er nicht mit uns. Sehr merkwürdig. Und er hat ein Vulcano. Wächter Klaus möchte kämpfen. Wächter Klaus, Santa Klaus, das sind wahrscheinlich so Geschwister. Kano, ein sehr niedliches Hunde-Pokémon. Kani, Majestät. Ich habe natürlich Flame drin, das wollte ich natürlich nicht. Ich wollte Felino. Auch wenn wir einen etwaigen Level-Nachteil haben. Aber gut, es wird jetzt vielleicht... Ah, okay. So, einmal Aquaknarre. Ich nehme an, es stirbt. Nein, ich denke, wir brauchen noch ein zweites. Vulcano ist, glaube ich, nicht so schlecht. Und Felino nicht so gut. Tatsächlich. Und zwar eine Volltreffer-Attacke. Blende dich, du Vulcano. Warti. Hier wird automatisch also ein Pokémon ausgewählt. Das war früher nicht so. Was? Da konnte man sich dann aussuchen, welches man wählt. Dann ein Pokémon weggebrüllt oder... Ja, willkommen in der Vergangenheit. In welchem Pokémon-Spiel lebst du? Das war zu erwarten. Ich dachte, Bibor wäre vielleicht schneller... Aber es hat es überlebt, denn Vulcano ist ein Stufe 1 Pokémon und Bibor ein Stufe 3 Pokémon. Aber ich glaube immer noch nicht, dass man früher das aussuchen konnte, dann wäre der Brüller total schwachsinnig. Felino? Nein. Ich muss unbedingt nachher nochmal irgendwo eine erste Gen anwerfen. Der sieht mich auch noch, der Klops. Unglaublich. Ah, dieser Knecht! Wir trainern uns hier durch den Pfad
Also wir können diese Episode auf jeden Fall irgendwie betiteln mit Bödö. Bödö. Anton. Das Vieh kann auch hoffentlich noch keine Wasserattacke. Wir probieren es trotzdem. Nee, das ist schon. Doch, los, komm. Okay. Wir haben Vati rein. Wir setzen es unter Strom. Ja, das tun wir. Vati, Strom hat ja zwei, also kann ja gegen Wasser und gegen Vogel, aber was ist denn effektiv gegen Elektro? Boden? Tatsächlich? Ja. Und? Was haben wir denn noch? Ich weiß gar nicht, vielleicht hat er paralysiert. Mhm, sehr schön. Haben wir es paralysiert? Ja. Also, ja, nee. Nee. Elektro hat keine andere Schwäche. Nur Boden. Oh, wir haben ja noch gar nicht. Mal gucken, wann unser erstes neues. Es gab ja mit der zweiten Generation eine Neuerung von zwei Pokémon-Typen. Mal sehen, was das erste sein wird, was wir von diesen neuen Typen selber ins Team aufnehmen werden. Unlicht. Und Stahl. Und Stahl, genau. Und dann kam bis zur sechsten erstmal nichts mehr. Irgendwo ein Item vergessen? Nein. Irgendwie das Gefühl, nee, ich komme jetzt später mit Server ran. So, jetzt kommen wir gleich in die Stadt mit der schönsten Musik. Dukatia City. Pokécenter, da gehen wir als allererstes hin. Bum, 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 bling, bling, play, de, ding. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Komm jederzeit wieder vorbei. Mach ich. Danke, Schwester Joyce, mit dem einen Vater, Joyce? Der fleißig war. Joy, nicht Joyce, Entschuldigung. So viele sind es gar nicht. Der große Markt. Damals noch Prismania City gewesen. Es gab früher noch eine Spielhalle. Auch in Prismania City? Es gab überhaupt noch eine Spielhalle, gibt's ja nicht mehr. Aufgrund der Suchtgefahr und der Vorbildwirkung von Pokémon. Oh, du sammelst Pokémon. Mein Sohn Bill ist ein Experte. Wer ist Bill? Bill kennen wir doch irgendwoher. Er musste zum Pokémon-Center von Teak City aufbrechen. Oh, ob wir Bill treffen? Das wäre cool. Bist du ein Trainer? Ich habe eine nützliche Telefonnummer für dich. Ja, okay. Silver speichert Bills Nummer. Wieso? Also ihr großer Pokémon-Lagerungssystem Bill hat das Bruder erfunden. Genau. Und aus dem ersten Teil hat bekannt, ne, das Boxsystem mit den 12 Lagerplätzen mit für jeweils 20. Ich glaube, es gibt jetzt mehr. Könnte sein. Jedenfalls ist diese Nummer in diesem Spiel, also warte, ich erzähl kurz von Bill, dafür da, der sagt dir an, auf welcher Box du bist und wie viel Speicherplatz du genau. hast. Ne? Genau. Und ich glaube, er meldet sich auch, wenn die Box nur noch einen Platz frei hat oder wenn sie ganz voll ist. Okay, so, Moment. Ist das eine große Stadt? Oh, ist das eine große Stadt? Ich finde mich noch gar nicht zurecht. Okay, und das sollte ich jetzt tun? Ja, okay. Nee, ich wollte es eigentlich lesen, aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Deswegen habe ich gewartet. Und du bist viel zu höflich für diese Welt. Ja. Im Untergrund. Untergründe und lange Gänge läuft man kontinuierlich A-drückend lang. Da unten gibt es Geschäfte. Aber da unten sind auch Trainer. Das ist ein Krautshop. Ne? Das ist ein Kräuterladen, ist doch da unten. Ja. Ich weiß nicht genau, aber wir gehen da jetzt noch nicht runter, weil da sind Trainer. Wir gucken uns erstmal so in der Stadt um, bevor wir hier alle Trainer zerbashen. Ja, ich komme noch aus der Zeit der coolen Kinder. Da hat man noch zerbashed gesagt. Was sagt man jetzt gar nicht mehr? Was sind wir denn hier? Und das ist der Bahnhof. Ein Bahnhof. Wo kann man da hin? Gucken wir mal. Der Zug ist nicht gekommen. Ich hab's. Ich werde die Passagiere auf dem Rücken tragen. Das wird nicht funktionieren. Noch fährt der Zug nicht. Genau. Doch dereinst werden wir eine schnelle Verbindung zu einer anderen. Hallo, finsterer Typ. Das ist also der Radioton. Was willst du? Du Nervensäge. Hau ab. Und mit diesen freundlichen Worten quatschen wir die freundliche Tante an. Willkommen! Oh. Vielen Dank. Quatschen wir den freundlichen Typen an. Hallo, bist du wegen der Glückszahlshow hier? Soll ich die ID-Nummer deiner Pokémon überprüfen? Wenn du Glück hast, gewinnst du einen Preis. Die ID-Nummer dieser Woche lautet 41509. Ich habe so oft versucht, da was zu gewinnen. Mal sehen, ob du Glück hast. Leider stimmt keine deiner Ziffern überein. Ich hatte, glaube ich, die letzten zwei maximal. Oh, und hier werden wir jetzt noch schnell das machen. Bei uns haben wir momentan ein besonderes Quiz. Beantworten die 5 Fragen richtig, um ein Radiomodul zu gewinnen.
stecke es in den Pokécom und überall und zu jeder Zeit Radio zu hören zu können. Möchtest du am Quiz teilnehmen? Ja, ja, bitte. Oh ja, bitte. Frage 1. Kannst du dir auf dem Pokécom die Karte anschauen? Yep. Dim-dim. Richtig. Frage 2. Ist Nidorina immer weiblich? Yep. Korrekt. Frage 3. Benötigt Kurt der Pokéball-Schmied Apricoco? Nein. Sondern? Apricoco. Die schreibt man anders. Die schreibt man mit K. Ah ja. Frage 4. Kann Carpador keine TM-Attacken erlernen? Ja. Was? Wieso nicht? Carpador erlernt auf Level 15 Tackle und kann vorher Platscher. Und das sind die einzigen beiden Attacken, die... Nein, ich glaube, Carpador kann später irgendwann, aber ich weiß nicht, ob es in der zweiten Generation schon geht, Dreschflegel erlernen, aber das ist auch das Einzige. Aber auch erst Level 35 oder so. Aber wieso? Carpador kann sonst keine TM-Attacken erlernen. Carpador ist nutzlos. Deswegen entwickelt man es ja. Okay, wieder richtig. Hier nun die letzte Frage. Professor Eis Pokémon Talk ist eine beliebte Sendung. Ist Marianne die Co-Moderatorin dieser Sendung? Ich glaube ja. Ja. Okay, nein, wir versuchen es noch einmal. Wir hatten eine... Ich wusste nicht genau, wie die Karte heißt. Wir klicken uns durch, wir sind schon... Genau, Steck ins Pokécom, bla 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 bla. Ja, wir können uns die Karte angucken. Nidorina ist immer weiblich. Nein. Also ich hätte ja spaßenshalber damals bei der Entwicklung des Spiels einen Praktikanten engagiert, dem 50 Euro für einen Tag gegeben und gesagt, bitte denke dir 300 verschiedene 5-Fragesätze aus zu Pokémon, damit man sich eben nicht, wenn man versagt, immer wieder durchklicken muss. Hey, das ist Pokémon der zweiten Generation, ja, bitte schön. Komm, kann man doch mal ein später bisschen. Später gibt es sowas, Tyron. Marianne, die Co-Moderatorin dieser Sendung? Nein. Ach so, für alle, Bingo, die jetzt gerade das nicht gesehen haben, man kann auch statt auf Nein zu drücken, B drücken, weil der Pfeil gerade noch bei Ja war. Das hat keiner gesehen? Verdammt. Das hat, ja, man, ich hab die Kamera nicht angemacht. Man sieht nur unsere Stimmen, Sven, das weißt du okay. Doch. Silver erhält Radiomodul. Silvers Pokémon kann jetzt auch als Radio verwendet werden. Höre dir bitte unsere Shows an. So, und mit diesem gewonnenen Radio, juhu, war es das auch schon wieder für heute. Wir hören uns morgen wieder. Selbe Stelle, selbe Welle oder sowas in der Art. Also bitte. Weil Radio und so. Mach bitte nicht die Radio-Witze. Ja, bitte nicht. Entschuldigung. Okay, Leute, bis dahin und tschüss. Macht's gut.